Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute erwartet euch eine Wanderung auf die Kampenwand von Aschau im Chiemgau aus mit wunderbarem Blick über den Chiemsee und über die Alpen bis hin zum Wilden Kaiser. Aber erstmal übernachte ich an einem Baggersee in München. Da nehme ich euch ein kleines bisschen mit. Hier seht ihr schon mein Bettchen und die Morgenstimmung. Und jetzt dürft ihr mir ein bisschen beim Aufräumen zusehen. Und dann zeige ich euch noch kurz den See, bevor es dann auch wirklich auf die Kampenwand geht. Dranbleiben lohnt sich also. So, jetzt bin ich gerade aufgestanden und habe das Bettchen schon abgebaut. Ihr habt es gesehen. Und jetzt schaue ich mir mal den See an. Ups. Sehr cool, die Sonne geht leider auf der anderen Seite auf. Das habe ich nicht berücksichtigt. Und wie es ausschaut, sind schon die ersten Angler da. Oh ja, und Läufer. Na, Spitze. Oh Mann. Also dafür, dass es ja nur so ein Baggersee ganz in der Nähe von München ist, sieht es ziemlich toll aus. Ich bin echt begeistert. Gar nicht so schlecht gewählt. Der Stellplatz könnte noch ein bisschen abenteuerlicher sein, das muss man zugeben, dass man halt direkt Seeblick hätte. Aber ich bin gestern erst um 11 losgefahren, also um 23 Uhr. Und von dem her, finde ich, habe ich das gut erwischt. Wir sind wieder am Start. Heute geht's auf die Kampenwand. Da gibt es irgendeinen blöden Spruch. Kenne ich nicht. Muss ich googeln. ja, weißt du, wie weit und wie hoch und so? Oh, leider nicht. Infos kommen später. Infos folgen. Gehen wir einfach mal drauf los. Wandergebiet Kampenwand. Naja, zumindest die Karte haben wir schon mal gefunden. Der Weg fehlt noch. Der Parkplatz an der Gondelbahn liegt auf 650 Höhenmeter und die Kampenwand selber ist knapp 1700 Höhenmeter hoch, sodass man gute 1000 Höhenmeter zurücklegen muss. Das wäre also gar nicht so wild. Allerdings ist der obere Teil ein bisschen schwieriger zu gehen. Daher braucht man doch länger, als wir zuerst dachten. Weiter geht's? Jawohl! Wir machen gerade Pause und da unten seht ihr den Chiemsee. Sieht sehr, sehr geil aus. Es war jetzt reiner Zufall. Wir wollten eigentlich nur was trinken und siehe da, sind belohnt worden mit super Panorama. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Prost! Und da oben geht es dann hoch für uns. Das müsste die Kampenwand sein. Ah, ich glaube, da hinten sieht man die Antenne vom Wendelstein rausspitzen, aber nur die Antenne. Das checkt man jetzt am Video wahrscheinlich nicht. Ja, bis jetzt schon wieder eine coole Tour. Ich freue mich schon auf die Aussicht, wenn wir oben sind. Ganz oben war ich nämlich tatsächlich noch nie. Mit dem Radl war ich mal, aber da kommt man nicht ganz rüber, wo die Gondel rauskommt, normalerweise. Stärkung. Banana! Hier gibt es eine Mösel-Ahrenalm. Fast wie in Wörgl unsere Mösel-Alm. Und da oben, hey, müssen wir, glaube ich, hin. Das müsste der Gipfel sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Bergstation von der Kampenwandbahn. Und ja, die Aussicht wird besser und besser. Da rechts jetzt wieder der Chiemsee. Und das da vermutlich der Simsee. So, wir haben gerade festgestellt, dass es doch noch weiter ist als gedacht zum Kampenwandgipfel. Aber wir haben hier gerade irgend so einen Vorgipfel erreicht mit gigantischer Aussicht zum Chiemsee. Und es sind einige Paraglider unterwegs. Es sieht echt cool aus hier oben. Hey, nicht den Himmel fokussieren. Hier, runter mit dir. Da ist eben der Chiemsee. Und ich schätze mal, irgendwas muss dann wahrscheinlich Richtung Kampenwandgipfel gehen. Wir wissen es einfach nicht genau. Wir werden es schon noch rausfinden. Und genau, von da kommen wir. Da war die Gondelstation. Jetzt nähern wir uns schön langsam Kampenwandgipfel. 45 Minuten. Trittsicherheit erforderlich. Und das wird er jetzt auch tatsächlich sein.
Diesmal sind wir uns ziemlich sicher. Gut, bis jetzt war nur ich mir sicher. Aber ja, jetzt sind wir uns sicher. Jetzt wissen wir auch, warum die Schwindelfreiheit gefragt wurde. Ist zwar gut machbar, aber muss schon ein bisschen hinlangen. Hier oben ist jetzt wie so ein Felscanyon. Sieht echt cool aus. Wow. Runter geht's von selber. Schaut gut aus. Wir nähern uns. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Wobei gesehen haben wir, das Kreuz ist ja doch schon länger. Aber jetzt haben wir es gleich erreicht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sehr, sehr cool. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir stehen oben. Yeah. Ich mache mal einen Aussichtsschwenk. Aber jetzt kommt das Beste. Das ist nämlich nicht die Aussicht, sondern die Außen. Und die Vanessa ist da die Beste. Die kocht immer schon vor. Jetzt haben wir wieder so ein geiles Gläschen dabei mit Schinken. Und diesmal gibt es noch ein bisschen Käse von mir. Ja, ich habe auch mal was dabei. Und Hummus. Mega, mega, mega. Ach ja, und Nachtisch gibt es dann auch noch. Pralinen mit Amaretto. An alles gedacht. Gesund und ungesund. Mahlzeit. Ja. Kommt sicher ans Ziel.
Aber das hier sieht voll cool aus, weil da hat man genau das Gefühl, Kreuz so hinten drin. Jetzt sind die schlimmsten Sachen schon rum. Kleine Pause. Okay. Oh Mann, nichts wird angekühlt. Wohl keine Pause. Wer danach noch Zeit hat, für den lohnt sich auf jeden Fall auch noch ein Ausflug zum Chiemsee oder Simsee. Und ansonsten hoffen wir einfach, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch sehr gerne einen Kommentar da und vielleicht auch einen Daumen nach oben, das würde uns sehr freuen. Der Spruch, den ich meinte, heißt übrigens, ich gang so gern auf die Kampenwand, wenn ich mit meiner Wampen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.